Also, liebe Leute, da bin ich. Ich habe euch ja versprochen, dass wir kurz mal über das Mailänder Derby reden, wie ihr gerade im Hintergrund sehen könnt. Am Ende muss man sagen, man hat halt gemerkt, dass es doch nur das Hinspiel ist und die Entscheidung dann erst in ungefähr 6 bis 7 Wochen im Rückspiel fällt. Deswegen habe ich mir jetzt auch mal nur 3 große Chancen rausgeschrieben, die ja ziemlich brenzlig waren. Los ging das nämlich damit mit einem Doppelschlag vom AC Mailand in der 10. Minute. Zalemakers nimmt das Geschenk von Inter nicht an, läuft dann auf Handanovic zu und der hält. Und in der 11. Minute das gleiche nochmal. AC kontert sich wieder vor das Tor und Theo Hernandez steht da, aber schießt am Tor vorbei. Letztendlich, werdet ihr gleich sehen, habe ich mir keine Chance von Inter aufgeschrieben. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich halt zwischendurch auch nochmal beim Pokalspiel reingeguckt habe, auf dem 2. Bildschirm. Aber so grundsätzlich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, war jetzt keine große Chance von Inter Mailand irgendwie dabei, wo ich sagen würde, huch, das war aber knapp, das hätte auch mal durchrutschen können. Da musste der Keeper auch mal ran. Also alles in allem war das Spiel eigentlich wirklich ziemlich verhalten. Also wie ich schon sagte, man hat ziemlich gemerkt, dass es eigentlich nur das Hinspiel ist und voller Fokus aufs Rückspiel ist, was eigentlich ziemlich schade ist, denn was ich nicht wusste, anders als zum Beispiel bei allen UEFA-Wettbewerben, gibt es hier in Italien ja die Auswärtstorregel noch und dementsprechend Inter galt als Auswärtsteam, folglich hätte Inter Mailand mit einem 1-0 schon mal gute Karten fürs Rückspiel dann gehabt, aber gut, am Ende muss man es dann in diesem einen entscheidenden 4. Derby, wenn wir die beiden Liga-Derbys noch dazu rechnen, entscheiden. Es ist ja dann doch ordentlich Brisanz drin und ich wette mit euch, am 20. April ist da richtig Fofo drin. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es nicht nur 90 oder 120 Minuten sind, sondern dass wir da vielleicht dann auch ein Elfmeterschießen sehen. Und tatsächlich freue ich mich da dann sehr drauf und freue mich dann wieder mit euch darüber reden zu können. Eine Chance darf ich euch jetzt natürlich nicht noch unterschlagen. Ich habe auch noch aufgeschrieben, dass in der 47. Minute Leao, der wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, noch eine Chance für den AC Mailand hatte, aber Handanovic hat diesen Ball sehr, sehr stark gehalten. Was bleibt mir noch übrig zu sagen? Wir sind genauso schlau wie vorher auch. Ein 0-0 ist das, was es am Ende auch auf dem Ergebnis steht. Und letztendlich hätte man aufgrund des Spielverlaufs nicht sich beschweren dürfen, wenn AC Mailand das Spiel gewinnt. Weil sie waren dann am Ende doch die klar bessere Mannschaft. Aber es ist jetzt nicht so, dass der AC irgendwie Inter überrannt hätte und 50 Chancen hätte und nicht das Einzelne angedeutet hätte, sondern sie hatten ihre Chancen, gerade so in den ersten 10, 12 Minuten der jeweiligen Halbzeiten und danach haben sie auch eher so ein bisschen langsam gemacht und auf Sparflamme und haben irgendwie geguckt, dass sie dieses Spiel irgendwie durchkriegen, denn man muss auch dazu sagen, am Wochenende geht es für den AC nach Neapel zum Spitzenspiel, 1. gegen 2. Und wahrscheinlich lag der Fokus dann schon eher darauf als auf diesem Spiel. Weil man halt eben weiß, dass es auch ein Rückspiel gibt. Das dazu, das war jetzt eine relativ kurze Einschätzung, aber das kann man ja auch relativ schnell abfrühstücken, weil so viel war jetzt tatsächlich nicht los. Ich freue mich tatsächlich dann wirklich auf den 20. April. Ich hoffe ja auch. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich bin am Samstag, stand jetzt erstmal nicht im Dienst. Das heißt, wir können ausführlich am Samstag über das Spiel gegen Eintracht Frankfurt sprechen und
Am Sonntag habe ich sogar eine kleine Überraschung für euch. Sonntag ab 11 Uhr auf meinem Kanal. Bis dahin, gute Nacht und gehabt euch wohl.